Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir alle Atome dieses Planeten sind und jedes einzelne Atom dieses Planeten hat dieses innere Glück für sich selbst gefunden. Die Auswirkung, diese Kettenreaktion, die würde schon alleine wahrscheinlich dafür sorgen, dass ganz... Hundertprozentig, 1 Million% hat er sehr schön gesagt gerade, ich schwöre dir. Da sind wir bei, also ganz viel Negatives kaputt geht. Bruder, was für ein geiler Talk, Bro. Ja, da wäre ich gerne mit am Tisch, Bruder. Das sind meine Cousins hier. Es gibt Kräfte auf diesem Planeten, die wollen nicht, dass Menschen erkennen, dass sie frei sind. Ja. Weil das Macht funktioniert nur, wenn du bereit bist, die Ohnmacht in dir selbst herzustellen. Wenn du, egal wie feige du bist, du hast den Mut zu sterben. Nee, du wirst sterben, Junge. Deine Seele lässt sich nicht verbessern. Die muss nicht gebildeter werden. Die ist nicht besser, weil sie jetzt Italienisch sprechen kann und Motorradführerschein hat. Der Mensch glaubt, er macht Erfahrung, aber die Erfahrungen machen ihn. Der Mensch glaubt, er macht Erfahrung, aber die Erfahrungen machen ihn. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt den zweiten Teil rein vom K1 Sufis Yavash Interview bei 100% Real Talk. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durchziehen werde, weil das ganze Interview geht 4 Stunden. Wir haben uns schon so eine Dreiviertelstunde ungefähr reingezogen. Ich habe aber auch Bock, noch ein bisschen weiter zu gucken. Und falls ihr dann weiter gucken wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch den Link in der Beschreibung klicken, denn ich werde die Jungs auf jeden Fall supporten und den Link unten in die Beschreibung reinballern. Ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Du sagst, es gibt Menschen, die wollen regiert werden. Das sehe ich vollkommen anders. Der Mensch kommt nicht auf die Welt, um regiert zu werden. Der Mensch kommt auf die Welt, um... sich selbst zu erfahren. Zu leben und Erfahrung zu machen. Und dann kommt aber jemand zu ihm und erklärt ihm dann, oder nicht intellektuell, setzt auf Druck an und bricht ihn und macht ihn klein, sodass er sagt, es muss immer jemand geben, der sagt, wo es lang geht. Und das ist das ideale Volk. Das Volk, das Wahlvolk, wie wir es heute kennen, dem man erklärt hat, die Welt wäre so komplex, dass nur ein Intellektueller es lösen könnte. Diese Menschen sind dumm gemacht worden. Das ist ein Schein, Digga. Genau das ist die Matrix, Bro. Die packen dich in diese Box rein. Die wollen, dass du in dieser Box drin bist und dass du denkst, dass Lösungen nur in dieser Box stattfinden und dass du ja nicht aus der Box herausguckst. So. Weißt du? Das ist eigentlich der Film. So. Und das ist nicht die Wahrheit. Wenn du aus dieser Box mal nur ansatzweise rausbrichst und siehst, was außerhalb der Box alles möglich ist, dann wirst du ganz schnell merken, dass die meisten Dinge, die wir in der heutigen Welt haben, dafür da sind und installiert wurden, um uns in der Box zu behalten. Box it out, man, Alter. Gib mir die Outboxy-Vibes, Bro. Nicht so. Es ist so nicht. Sondern wir finden heute Menschen vor, die sind bereits durch die Zivilisation verkorkst worden. Und dann sagen, ich kenne aber jemanden, der ist total glücklich damit. Nein, nein, nein. Du kennst ihn jetzt an der Situation, wo er addicted ist mit diesem Wahnsinn, wo er sich selbst nicht mehr zutraut. So. So. Der Mensch nicht auf die Welt. Frag doch mal irgendwie. Die meisten Menschen sind extrem krass beeinflusst. So. Die meisten Menschen haben diesen freien Willen, den wir eigentlich von Geburt aus bekommen, geschenkt bekommen haben, haben den nicht mehr. Das ist auch schwer, sich das selbst einzugestehen. Sich selbst einzugestehen, dass die meisten Dinge, die wir machen, tun, unsere Träume, wie wir handeln, wie wir denken und so, gar nicht von dem kommen, was wir eigentlich möchten, sondern dass das von einer Beeinflussung kommt, von einer gewissen Art Programmierung. Seit klein auf, so. Sich das mal selbst einzugestehen, ist schon der erste Schritt und das tut vielen Menschen weh. Viele Menschen sträuben sich dagegen, viele Menschen kämpfen dagegen und werden auch richtig böse gegen Leute, die versuchen, einem das so mitzugeben, weißt du? Wir müssen uns erstmal freimachen von dieser ganzen Scheiße, Bro, damit wir eben ansatzweise wieder zum echten Mensch sein und zum eigenen Entscheidungen treffen, eigene Träume entwickeln und so dahin kommen, so. Weißt du, wie ich meine? Ist crazy, wenn man sich das einfach mal bewusst macht. Da haben doch Kinder in der Schule, haben doch Träume. Nur, was man, ich möchte gerne, dass mir jemand mein Leben lang sagt, was ich machen soll. Das hat nämlich noch niemand gehört. Irgendwann finden sich die Leute damit ab, dass sie eigentlich etwas werden wollten, aber es hat dann leider nur zum Kassierer gereicht. Das ist nicht so, sondern man hat ihnen das gegeben und irgendwann haben sie sich damit abgefunden, was vollkommen anderes ist. Und so, das ist genauso wie der eine Kollege, der schreibt hier gerade, der Condor, bin happy in der Box. Hat sich abgefunden. Hat sich damit abgefunden, hat gesagt, ja, scheiß drauf, die Box ist die Box, Digga, ich bleib hier drin. Ich möchte kein wahrhaftiges Leben führen, ich möchte ein Leben voller Illusion und Lügen leben, weil es einfacher ist und das ist auch vollkommen okay so.
bleib da drin, Digga, das ist ja deine Entscheidung, weißt du? Solange du dir dessen bewusst bist und es akzeptierst, ist alles gut. Es gibt halt Menschen, so wie ich und auch ein Kayvan und auch Boogie und Belash, die mit an dem Tisch sitzen, die wollen halt ein wahrhaftiges Leben leben. Die wollen keine Lüge leben. Und das muss man halt auch genauso akzeptieren, weißt du? Dafür betäuben sie sich am Wochenende, indem sie Netflix gucken. Das sind unglückliche Menschen, verstehst du? Verstehst du? Oder aber die... Die müssen quasi Netflix gucken, Instagram scrollen, TikTok scrollen und so, damit die das Gefühl haben, dass die leben. Weißt du? Das ist dann deren Flüchten aus der Box. Deren Flüchten aus der Box ist nicht selber aus der Box rauszugehen, sondern einfach andere dabei zu beobachten, wie die irgendwas machen, was die gerne machen würden. Das erfüllt die dann. Und dann gucken sie, haben sie ihre Instagram-Accounts und gucken sich an, wie die das machen und sagen, ich könnte da auch eben stehen. Du kennst es von vielen, und du wirst es auch kennen, von vielen Konzerten, wie vorne Leute mitrappen und dann eben denken, morgen stehe, eigentlich gehöre ich auch auf die Bühne. Ja. Das sind alles, weißt du, die meisten Leute. Kenne ich, Digga. Die Menschen. Ich bin halt so ein Typ, ich hab das so lange, bis ich selber mache, Digga, weißt du? Ich hab das auch, wir haben das alle und das kann einen auch eigentlich motivieren, weißt du? Das kann einen inspirieren. Und das sollte es auch eigentlich tun. Wenn ihr Menschen beobachtet und das Gefühl habt, so, Alter, eigentlich kann ich das auch oder ich könnte das auch oder ich würde das gerne tun, dann mach es einfach, Bro. Das sollte die Quintessenz sein und nicht dir das dann nochmal reinzuziehen und nochmal reinzuziehen und nochmal reinzuziehen, sondern es einfach auch zu tun. So, nicht konsumieren die ganze Zeit, tun. Kommen auf die Welt und jetzt, es sollte ihr Ziel sein, dass sie die Welt erleben wollen und dass sie einen Traum sich erfüllen wollen und ihr Leben wird dann sehr schnell zu einem Albtraum. Das hast du ja schon bei Eltern, die es manchmal gar nicht böse meinen. Der Junge will Pianist werden oder Schauspieler, die es Mutter sagt, mach die Kfz-Lehre wie dein Onkel. Es fängt bei den Eltern an, genau. Die aus ihrem Kind etwas machen wollen. Aber nicht mal böse manchmal, darf auch nicht alle als böse bezeichnen. Guck mal, das Konzept jetzt einfach nochmal, ich bleib bei meiner Meinung, dass du Bescheid weißt. Also wenn wir jetzt alle offline gehen würden und wir würden unser eigenes Dorf gründen, total Manipulation frei und so weiter, wird trotzdem irgendwann die Frage kommen, wer managt Shit. So. Und es wird Leute geben, die sagen werden, ich bin nicht so der Manager. So. Kannst du bitte das übernehmen? Du bist einfach besser als ich. Belash, ich widerspreche dem gar nicht. Nur eins ist doch auch klar. Wenn du heute ein Dorf machen würdest, würdest du es mit Menschen machen, die schon verkorkst ins Dorf kommen? Davon rede ich nicht. Genau. Ich meine wirklich Reset. Die werden jetzt neu geboren, die sind in der freien Welt geboren. Wer erzieht die denn? Trotzdem immer noch die Eltern. Eben. Und das Dorf. Und die sind verkorkst. Facts. Das heißt, wir werden alle immer verkorkst sein. Es gibt keinen Weg raus. Es gibt dieses Projekt in Tamera und die haben einen sehr klugen Satz gesagt. Es kann auf der Welt keinen Frieden geben, solange es Krieg in den Betten gibt. Auch verstehst du? Schon Sex ist Wettkampf. Ja. Holz? Okay. Ich sag nur, was B sagt, Kay. Bei ihm mehr wahrscheinlich. Kayvan. Kayvan, I'm a lover and a fighter. Kayvan. Jetzt hat er mir die Wette ficken, Boogie, das kennen wir doch alle. Ich wollte aber auch nur sagen, er hat jetzt alles weggenommen. Das war mir sehr wichtig. Cut. Ja, das war's. Ja. Was ich sagen möchte. Ganz kurz, Entschuldigung, ganz wichtig. Man kann ja abgeben, wie der Kellner, der ist dann glücklich in diesem System. Aber einer macht ja Verantwortung, sprich der Politiker entscheidet, ob der Kellner ins Ausland verreisen kann oder nicht. Dem muss er vertrauen. Hier so zum Beispiel bei Technik oder andere Sachen, da muss man nicht drauf eingehen. Kann ich abgeben. Aber das ist ja auch dann aber Vertrauen. Das ist sehr komplizierter Angriff. Genau, das ist halt die Frage, wie man mit Leuten umgeht. In der heutigen Zeit, in meinen Kreisen und in der Welt heute immer dieses Sklavensystem. Immer auch Leute manipulieren, aussaugen und ähnlich ist es ja. Aber das funktioniert doch nur, wenn du was davon hast, andere Leute auszusaugen. Ja. Wenn die Grundsuppe schon gar nicht erst diese Begebenheit, wenn das gar nicht die Basis des Ganzen wäre, dass du was davon hast, andere auszusaugen, du hast gar nichts davon, dann würden einfach Leute produziert werden, die das machen wollen, weil sie es gerne machen, weil sie es gut machen. Und dann wird es andere Leute geben, die sagen, du machst es gerne, du machst es gut, ich mach's nicht so gerne, ich mach's nicht so gut, mach du doch einfach. So wird sich das aufteilen. Regierung ist an und für sich kein schlechtes Konzept. Genauso wie Technologie kein schlechtes Konzept ist. Es wird einfach nur durch die Machtgeilheit und durch den Kontrollwahnsinn von total geisteskranken Arschlöchern ins negative Licht gerückt und deswegen haben wir den Salat, den wir hier gerade haben. Ja, aber wie bei Rap. Belash, dieses System wird von uns allen gemacht. Ja klar, wir sind alle Teil davon. Wir sind Teil davon. Ja. Das heißt, wenn du oben den austauscht und die Maschine bleibt dieselbe, dann spielt es keine Rolle. Da werden wir alle dazu. Absolut. Und ich glaube einfach, wenn wir das mal gesamt betrachten, stellen wir fest, okay, wir haben unsere Erziehung sieht schon so aus, dass da oben mal was geändert werden müsste und da wäre alles ganz anders. Nein. Da unten muss was geändert werden. Ja, bei jedem Einzelnen muss was geändert werden, weißt du? Jeder Einzelne muss sich selbst verändern, damit wir wirklich eine große Veränderung schaffen.
Wir werden das nicht schaffen, indem wir da oben oder denken, dass da oben was verändert werden muss, wo wir gar keinen Bezug zu haben, dass dann irgendwelche neuen Menschen da oben sitzen und dann hoffen wir darauf, dass die dann alles so machen, dass wir uns besser fühlen. Du musst dich selbst verändern. So. Du musst die Veränderung in der Welt sein, die du haben möchtest. Und wenn wir das dann unten im Volk miteinander alle gemacht haben, dann können wir wirklich was bewegen. So. Weil wir sind nämlich viel mehr als die da oben. Und der Gang, die Gangschaltung, der Motor und das Getriebe, die passen schon zusammen. Und es gibt diesen schönen Spruch, weißt du, Fehler, die man schon oft gemacht hat, beherrscht man perfekt. Und wir als Demokraten, Fehler, die man oft schon gemacht wir glauben hat, immer, perfekt. Dass wir durch unsere, nur wenn wir unsere Stimme erheben, ja, und etwas anderes wählen, Wahl ist übrigens Betrug, weil Wahl ist immer Ausschnitt. Ja, das ist nicht das Ganze. Das ist auch schon, das ist ein Trugschluss, dass man durch Wahlurne. Warum heißt es überhaupt Wahlurne? Was ist eine Urne? Verstorbene sind in einer Urne, ne? Asche von Verstorbenen werden in eine Urne reingepackt. Warum heißt es Wahlurne? Heißt das etwa, dass unsere Stimme da drin stirbt? Wären Wahlen vielleicht verboten, wenn sie wirklich was verändern würden? Ich schwurbel nur. Durch Wahl, also das, was dir vorgesetzt wird, wenn du eins von denen wählst, dann ist die Freiheit. Das ist wie, wenn du sagen würdest, ich weiß, was man essen kann, ich war bei McDonald's. Das, was bei McDonald's ist, ist alles, was man essen kann. Wir müssen mal verstehen, oder wir sollten verstehen, ich versuche das zumindest, dass alles, was ich bereits denke, wo ich glaube, dass wir neues Denken, frisches Denken, das ist im Grunde nur seine Vorurteile neu ordnen. Das hat mit eigenem Denken gar nichts zu tun. Wann habe ich tatsächlich selbst mal neu gedacht? Wann habt ihr tatsächlich das letzte Mal selbst neu gedacht? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Boah. Das weiß ich. Die meisten könnten diese Frage nicht mal wirklich richtig beantworten. Überhaupt nicht. Ganz interessant, wegen Vorurteile. Vielleicht auch Leute, die aus Ländern kamen, wo die Regierung gekippt ist, haben Vorurteile gegen eine Regierung. Leute, die schon mal eine Alte haben, die sie betrogen haben, hat, nehmen den Kumpel ab, dass die Alte sie betrügt. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Ja, wir sind Produkte halt unserer und Umgebung. Erfahrung. Ganz und normal. Erfahrung, da hat Kevin ja absolut recht. Also du wirst halt hier reingeboren und dann musst du dich anpassen. Genau, aber wenn du mal Abstand nimmst von dieser Rolle, die du hast, mit all deiner Erfahrung, dann, und das sagst, das könnte auch alles ganz anders sein, dann betrittst du tatsächlich das Neuland im Inneren, indem du das loslässt. Ich sage, hör zu, es ist mir jetzt egal. Also ich erwarte nicht, dass wenn ich etwas mache, dass die ganze Welt geändert ist und dass ich das Große, ich kann nur mich selbst, und zwar ich koppel mich von dem ab, dann sagen, ja, was bringt denn das? Wenn ich das jetzt aufhöre, dann geht der Rest ja noch weiter. Es ist dann nicht mehr dein Film. Du gehst einfach aus diesem Film raus und dann ist der... Fängst an, deinen eigenen neuen Film zu kreieren. Egal, wie lange der noch... Auf einmal verändert sich die ganze Welt. Für dich. Für dich. Und dann hast du auch wirklich was beigetragen zur Veränderung der Welt. Jeder Einzelne kann was dazu beitragen. Es ist nicht so, dass der Einzelne nichts verändern kann. Ziehst du dich aus der Matrix raus und kreierst deinen eigenen Film und programmierst dich selbst so, wie du dich haben möchtest, hast du was verändert. Glaub denen nicht, wenn die sagen, der Einzelne kann nichts verändern. Stimmt nicht. Das ist nicht mehr dein Film. Aber unsere Erwartungshaltung ist, dass wir bestimmen wollen, dass der Schauspieler dann am Text bleibt. Aber da bleiben wir im Kino. Ja. Wenn uns aber der Film überhaupt nicht gefällt, dann verlasse das Kino. Und was wir an Leben im Moment haben, das ist... Die meisten haben halt Angst, das Kino zu verlassen. Als vorgekaut, vorsortiert. Und wir kennen es nur so. Wir sind im Grunde Zootiere, zu denen du richtig sagen, stell dir mal vor, du wüsstest, wie es ist, wenn man nicht im Zoo wäre. Das kann das sich gar nicht vorstellen. Es kennt nur Zoo. Das heißt... Facts. Nur eine Generation, ja, deswegen müssen wir auf die Jugend setzen, eine Generation, die Zoo gar nicht kennt, kann sich vorstellen, was Freiheit ist. Das. Deswegen, meine Kinder werden im Dschungel groß oder am Beach oder irgendwo auf jeden Fall aus der Matrix, außerhalb der Matrix, das ist mein Traum auf jeden Fall. Und jetzt aber der Knackpunkt, wenn du jetzt... Ich habe seit 13 Jahren kein Bankkonto mehr, ach du Scheiße. Wie machst du das denn? Deus, Cousin von dir. Kino verlässt. Wie kannst du davon ausgehen, dass deine Kinder und deine Enkelkinder und deine Enkelskinder nicht in einem noch beschisseneren Kino die beschisseneren Filme angucken? Belasch, ich kann... Bruder, wenn du dich aus dem Kino rausziehst, ne, und nicht mehr im Kino bist, aus der Matrix ausbrichst und dann Kinder erziehst außerhalb der Matrix, welche Wahrscheinlichkeit ist größer? Also was denkst du, jetzt mal an Belasch, weißt du, was denkst du, wo ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Kinder, Enkelkinder oder deren Kinder wieder in den Zoo reingehen, wenn sie im Zoo groß werden oder außerhalb des Zoos groß werden und das echte Leben kennenlernen? Ich sage dir, wenn du dich rausziehst
und deine Kinder außerhalb der Matrix großziehst, Digga, und denen aber beibringst, was die Matrix ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie außerhalb der Matrix bleiben, als wenn du sie in der Matrix großziehst und selbst auch in der Matrix bleibst, Bro. Oder? Davon ausgehen. Aber auch das ist ein Konzept, wo ich sage, dass meine Kinder sind juristisch gesehen meine Kinder. Aber sie haben ihren eigenen Weg, ist schon klar. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie haben aber das, wir sind ja, guck mal, normalerweise soll es ja so sein, dass die Eltern von den Kindern so die größten Vorbilder sind, weißt du? Und natürlich orientieren sich die Kinder, wenn du ein gutes Elternteil bist, an dir. Also natürlich gehen die ihren eigenen Weg, aber am Ende des Tages versuchst du ja denen hoffentlich ein gutes, positives, liebendes Mindset beizubringen. So. Und den richtigen Weg zu gehen. Eigenes Bewusstsein. Und alles, was ich tun kann, ich kann nur versuchen, für mich wahrhaftig zu werden. Hm. Ob das mir gelingen wird, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich nicht hausieren gehen, was noch. Also alles, was wir tun und was wir verändern wollen, ist auch an Bedingungen geknüpft. Wenn ich das mache, dann müssen die anderen sich aber auch bewegen. Also so machen wir Politik. Wir machen Politik, also das ist ein Geben. Wenn du nicht in der Matrix gelebt hast, kannst du nicht wissen, was die Matrix ist. Das ist andersrum genauso. Es ist ein Dilemma. Würde ich sagen, stimmt nicht, Bro, Wolfkind. In dem Film Matrix gab es doch auch zwei, die in der die außerhalb der Matrix geboren sind. Und die waren auch regelmäßig in der Matrix. Bro, du kannst doch außerhalb der Matrix, jetzt mal so, das ist ja Metapher, ne? Matrix. Matrix ist ja eigentlich nur in deinem Kopf. So. Du kannst ja außerhalb der Matrix groß werden, Stärke aufbauen. Du kannst auch, während du in der, wir sind alle aus der Matrix. Du kannst auch, wenn du quasi in der Matrix geboren wurdest, irgendwann aus der Matrix ausbrechen, wenn du bewusster wirst. So. Das versuche ich ja auch. Und das haben andere auch schon gemacht und geschafft. Aus diesem Gedankengefängnis, aus dieser Box, so. Und dann kannst du dich auch weiterhin in der Matrix aufhalten oder die Matrix mal wieder in dich reinlassen und sie dann wieder aus dir rausholen, weil du ein bewusster Mensch geworden bist. Und genauso kannst du auch außerhalb der Matrix geboren werden und dann trotzdem in die Matrix gehen, dir das reinziehen, erleben und dann checken, weil du auch das andere Leben kennst, dass die Matrix scheiße ist und dann kannst du wieder rausgehen, weißt du? Das ist ja die ultimative Challenge. Also das hat auch Andrew Tate mal in einem Interview gesagt. Sich mal auch von der Matrix beeinflussen lassen und diesen Weg gehen, sich programmieren lassen, bewusst sich dem aussetzen und dann wieder raus zu programmieren. Gang. Das ist ein Geschäft. Das Leben ist aber kein Geschäft. Also wir würden schon mit... Ich glaube nicht, dass es eine Matrix gibt. Glaubst du nicht? Es ist ja auch eine Definition, Bruder, Matrix ist ja auch nur ein Wort für quasi eigentlich für ein Gedankengefängnis so. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wir sind alle programmiert. Und die meisten Menschen sind unbewusst programmiert. Die wissen nicht, von was sie programmiert wurden und die wissen auch nicht, warum die so handeln, wie sie handeln. Das ist die Matrix meiner Meinung nach. Dir dessen bewusst zu werden und der Programmierung zu entkommen und dich selbst neu zu programmieren mit Dingen, die du wirklich in deinem Leben haben möchtest, ist ein Entkommen aus der Matrix. So. So ist es für mich. Die behandeln, da muss ich aber das machen. So ist das alles. Die Frau, mit meiner Ex-Frau würde ich schon noch reden, wegen dem und dem. Das ist alles so. Es ist alles ein ständiger Wettbewerb und das ist eine Metapher. Das ist, es geht letztendlich auch um Macht. Da musst du nicht in die Politik gehen. Mhm. Es geht in der Beziehung um Macht, es geht in der Business um Macht, es geht in deiner Straße um Macht, nämlich eine, wer hat hier den Hut auf? Mhm. Verstehst du? Wenn du dich da, dann musst du dir doch mal die Frage stellen, brauche ich das? Und die antwortet meistens, ich kenn's nur so. Ich kenn's nur so. Und wenn man die sieht, ihr liebt. Wer von euch glaubt, dass es eine Art Matrix gibt? Eins. Wer von euch glaubt, nee, Digga, ist alles Humbug? Zwei. Also kein Vorteil, auch man braucht gewisses Geld und alles ist gut, aber diese Superlative sterben oft unglücklich. Ich kenne ganz alte Zuhälter oder so, die auch richtig reich sind oder auch ganz viele, ich sage auch bei Armen genauso, aber ihr wisst doch, was ich meine auch, die sind dann oft die Leute, wenn der das Geld kippt, macht nicht pauschal glücklich. Ja, genau, genau. Also, stell dir Folgendes oder vor. Oder sehr krank auch, B, halt so eine. Ja, aber es kann aber trotzdem auch so, dazu führen, in dem System, wie er sagt, wenn du schon drinne bist, dann kann es dazu führen, dass du ein besseres Leben hast. So ist es jetzt auch nicht. Klar. Also, du bist der reichste Mensch der Welt und bist auf einer einsamen Insel und es gehört alles dir. Aber deine Rolex, dein GTI und was du alles so hast, das bemerkt niemand. Hm, genau. Du lebst nur die Währung ist das Anhimmel der andere, der sich alles leisten kann. Hm. Wenn dieses Gefühl nicht erzeugt wird, wenn du Bill Gates anguckst, dann ist das, was Bill Gates hat. Aber Bill Gates hat immer, das ist der reichste Mann der Welt, mit dem sollte ich mich gut stellen, da könnte ich was davon haben, mit dem ist so. Ich besser nicht an. Verstehst du? Wenn da aber gar keiner mehr ist,
Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass du, wenn du ein bewusster Mensch bist mit viel Geld, dann kannst du dich einfacher aus der Matrix entfernen. So, wenn du schon dieses Bewusstsein und diese Spiritualität erlangt hast, dass es dir egal ist, was andere Leute über dich denken und dass du diese Bestätigung nicht brauchst, so, dann kannst du dieses Geld nutzen, um wirklich, so ich, wenn ich Geld habe, Digga, was ich auch bekommen werde, ich werde eine eigene Community irgendwo mitten im Dschungel oder auf einer einsamen Insel gründen, so. Eine eigene Community mit Menschen, die das gleiche Mindset haben und werde versuchen, sowas wie eine Arche zu sein, Digga, von normalen Menschen, dass wenn die Welt im Arsch ist, dass wir die Welt wieder neu besiedeln. Mit normalen Menschen, mit gutem Mindset und viel Liebe im Herzen, so. Und dabei kann dir Geld helfen. Aber dazu musst du erstmal bewusst sein, erstmal spirituell sein, erstmal verstehen, was das Leben überhaupt bedeutet und wer du eigentlich bist. Und so. Dann lassen jede Menge Tiere. Das funktioniert nicht. Wie so, also Frauen, Jeff, die sagen Jeff Karriere. Das ist wie Drogen. Jeff Bezos kann auf den Nanga Parbat klettern. Der kommt da nicht einfach raus, weil es ein ziemlich reicher Typ. Das ist alles irdisch. Wenn du dich davon mal löst, sagst, das ist doch alles lächerlich. Das heißt, das, unsere Währung, unser Leben, das spielt sich nur ab. Kann ich mich bewerben für die Insel? Mann, ihr werdet die Ersten sein, die davon mitbekommen. Ich küsse doch euer Herz. Die müssen mich bemerken. Ich hab's weit gebracht. Oder das muss ich bringen, damit die Leute Respekt, andere Menschen Respekt vor mir haben. Und wenn du mal erkennst, wie sehr wir alle abhängig sind, dass ich ein erfolgreicher Moderator bin, dass ich das kann und dass ich dies, du kannst schnell reden, du hast viel gelesen. Das ist auch ein Aufschlag machen. Und ich versuche davon komplett wegzukommen. Das ist die Jagd nach dem Dopamin-Run. Das ist nämlich auch eine Abhängigkeit. Facts, ist so. Also bin ich auch in einem Machtsystem, weil da. Alles, Social Media Abhängigkeit, Porno, also alles, diese ganzen Sachen sind eigentlich alles auch Abhängigkeiten. Selbst Essen, wir sind selbst von Essen abhängig heutzutage, die meisten Menschen. So. Wir essen nicht mehr, damit wir funktionieren, damit wir genug Nährstoffe haben, damit es weitergeht, sondern wir essen aus Sucht viel. Mich doch. Sucht und Gewohnheit. Erkennen. Dann müsste ich dauernd liefern, dann würde ich sagen, du hast schon lange kein Video mehr gemacht. Das heißt, du bist dauernd. Ja, das ist auch Sucht, safe. Wettbewerb. Und solange das ist das Gesamtsystem. Das ist Vergessen ist Wesentliche. Das ist Krieg mit dir selbst. Ja, 100%. Guck mal, ich habe jetzt versucht, hier ab und zu mal so ein bisschen zu challengen und den Devil's Advocate zu spielen, aber auf der anderen Seite verstehe ich voll und ganz, wo du herkommst und ich... Ich glaube auch, dass du auch recht hast mit dem, was du sagst. Das, wenn du im Inneren deinen Frieden findest und wenn du im Inneren einfach dein Glück für dich selbst findest, natürlich dann hoffentlich dann in der Natur und so weiter, die Natur kann dir sehr helfen. Ja. Facts. Und geistig dich zu erden. Ich sag ehrlich, ich habe ja den Talk mit Belasch gemacht, ich glaube, Belasch ist auch voll auf diesem Weg so. Der hat sich auch voll verändert in den letzten Jahren, also seitdem ich ihn kenne bis heute so, was diese Themen angeht, Spiritualität und die Reise in sich, wild. Zur Großstadt. Da sind wir uns mal alle einig. Die quatschen ja auch nicht an. Ich bin aber auch gerade bei der wenn du das geschafft hast, erstmal, dann bist du ja auch dann quasi nicht nur dieses positive Beispiel, was vorangeht, sondern du bist als jemand, der in der inneren Sphäre deine Ruhe und deine Kraft gefunden hat, strahlst du das ja auch aus als einzelner Bestandteil dieses Planeten. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir alle Atome dieses Planeten sind und jedes einzelne Atom dieses Planeten hat dieses innere Glück für sich selbst gefunden. Die Auswirkung, diese Kettenreaktion, die würde schon alleine wahrscheinlich dafür sorgen, dass ganz... Hundertprozentig, 1 Million% hat er sehr schön gesagt gerade, ich schwöre dir. Da sind wir bei also ganz viel Negatives kaputt geht. So, du musst nicht mal Negatives bekämpfen, Digga. Es reicht, wenn wir alle in unsere Liebe reinkommen und dann wird sich die Frequenz auf der Erde verändern. Und das Böse wird automatisch bekämpft. Wird automatisch kleiner und weniger werden. Du schwingst nicht mehr mit. Meine Meinung ist aber, der Zustand, den du gerade beschreibst, ist ein Zustand später. Du bist zu weit, wenn du mich fragst. Nein. Ich glaube, man muss erst dorthin, dass man Leute aufklärt, dass die Bildung da ist, dass man versteht, warum, wieso, weshalb man überhaupt da ist, wo man jetzt gerade ist. So dass das System an der Wurzel erstmal versteht, damit man die Wurzel zu dem machen kann, was man selbst eigentlich als richtig empfindet. Und dann kann man anfangen, die Kleinen und die Größeren und so weiter auf diesen Film zu bringen, sie zu erden, natürlicher zu werden, den Lebensraum wieder auf. Ich sehe das ähnlich wie Belasch, um ehrlich zu sein, ja? Man muss es erstmal verstehen. Du musst erstmal, also das ist aber mein Weg. Es gibt auch andere Wege so, aber ich bin den ähnlichen Weg oder ich gehe einen ähnlichen Weg wie Belasch so. Dass ich sage, man muss sich mit den Sachen beschäftigen. Man muss den Leuten die Dinge zeigen. Und die automatische, logische Quintessenz davon ist, in sich selbst zu gehen. Wenn du merkst, was im Außen alles schief läuft. So. Brauchst du das, um in dich selbst zu gehen? Nein, du könntest auch von automatisch, von alleine in dich gehen. Aber die meisten Leute müssen erstmal eine Art Aufwachmoment haben. Die meisten Leute müssen erstmal merken, dass das meiste, was da draußen passiert, Alter, Lüge ist. So.
dass wir angelogen werden, dass wir bewusst in eine Richtung programmiert werden. So. Dass wir abgehalten werden davon, die Reise nach innen zu gehen. Und wenn du das verstanden hast, dann fängst du an zu gucken, ey krass, bin ich auch so einer? Wurde ich auch in die Richtung getrieben? Ja, wurde ich. Ich gestehe mir das ein. Das ist der erste Schritt, Bruder. Du wirst dir dessen bewusst, was ist, und dann kannst du was verändern. Räumen, die wir so zerstört haben, ob es unsere Ozeane sind, unsere Wälder sind und so weiter, dass ein Bewusstsein dafür überhaupt existiert. Ja. Dass wir es machen können, wie wir es machen können, und dann würde eine viel freiere Zivilisation, eine viel... Bruder, was für ein geiler Talk, Bro. Ja, ich schwör's dir, Alter. Das ist so ein geiles Interview, Digga. Richtig geil, Digga. Da wäre ich gerne mit am Tisch, Bruder. Das sind meine Cousins hier. Andere Zivilisation von Anfang an entstehen. Es ist immer die Behandlung der Wurzel. Leute wollen symptomatisch Krebs auftragen, ja, auf diesem Planeten. Ja. Deswegen kommen wir die ganze Zeit nicht vorwärts. Wir kommen deswegen nicht vorwärts, weil... Geil. Beigebracht wird, dass die Creme reichen würde. Ja. Denn ja, nur, weil damit sie in der Abhängigkeit bleiben. Und da sind wir wieder der Mensch. Es gibt Kräfte auf diesem Planeten, die wollen nicht, dass Menschen erkennen, dass sie frei sind. Ja. Weil das Gefängnis, in dem wir uns befinden, ist selbstgemacht. Niemand. Bruder, das sind die Talks, die wir brauchen, Digga, in Deutschland. Das sind genau die Gespräche, die wir brauchen, Bro. Shoutouts gehen raus, Boogie Belasch, Digga, geil. Richtig nice. Fühl dich, Bro. So. Da geht mir einer ab, Digga. Ich wollte eigentlich sagen, da geht mein Herz auf, aber ich sag einfach, da geht mir einer ab, Bruder. Da geht mir einfach einer ab, Digi. Keine Regierung hat die Macht der Welt, dass sie uns alle in Homeoffice einsperren. Ja. So viele Polizei haben sie nicht. Hm. Sie machen dir so viel Angst, dass du von innen die Käfige zu... Du machst das selber. Ja. Wenn ich sage, ey, fuck you, und gehst einfach raus, bildlich gesprochen noch. Da könnte man gar nichts machen. So funktioniert Macht. Wenn du aber verstanden hast, dass diese Macht wird von dir selbst... Macht funktioniert nur, wenn du bereit bist, die Ohnmacht in dir selbst herzustellen. Wenn du gar nicht anerkennst, was kann passieren. Da kann man dich exemplarisch rausnehmen und auf einen Scheiterhaufen bringen. Mhm. Es gab ja diese Mönche damals in Vietnam, die haben sie selbst angezündet. Mhm. Womit willst du so jemanden bekämpfen? Das heißt, das ist jedem Menschen möglich. Wir haben die Fähigkeit zu sagen, ja, und dann Bewusstseinswechsel. Wie Serie wird gewechselt? Und wenn du wenn dem Menschen klar werden würde, dass jeder von uns hat die Energie, der Mut auf die Welt... Das war eine krasse Sache, die er eben gesagt hat. So, die haben sich selbst angezündet. Was willst du mit solchen Menschen machen? So, was ich mir immer vorgestellt habe, das ist ein wildes Szenario, ne? Aber ich habe das schon mal gesagt hier im Stream. Stell dir vor, du hast ein Level an Bewusstsein und an Liebe in dir und an Zugang zu deinem göttlichen Kern, dass die im Außen alles machen können und du hast keine Angst und du kannst einfach deine Augen zumachen, in deinen göttlichen Kern reingehen und einfach passieren lassen. Stell dir vor, du hast diese Power, Digga. Stell dir das mal vor, dass egal wer dir was antut, egal was passiert, du deine Augen zumachen kannst, da reingehen kannst und da ist alles gut. Stell dir das einfach mal vor, Bro. Stell dir mal vor, du hast so, stell dir das einfach mal nur vor, Digga, wie heftig das ist, wie viel Macht du dann eigentlich hast und wie wenig Angst und wie frei du sein würdest. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das kannst, Digga, stell's dir mal vor. Das ist die ultimative Flucht, ist nicht im Außen, sondern in sich rein. Heißt, dass ich gesagt habe, die Energie, um zur höheren Erkenntnis zu kommen, inklusive Tod, die bringst du. Aber es wird schwierig sein, weil es auf diesem Planeten wird man versuchen, dich vergessen zu machen, welche Energie das du hast. Das ist der Punkt. Siehst du? Genau. Aber trotzdem hast du die Energie. Weil am Ende ist so, du wirst, egal wie feige du bist, du hast den Mut zu sterben. Ihr seid krass. Nee, du wirst sterben, Junge. Du brauchst keine Angst davor haben. Du wirst es schaffen. Du schaffst es. Du hast... Egal. Viel in deinem Leben nicht geschafft, aber sterben, das schaffst du, mein Freund. Ich, ja, du. Go for it. Ah, so, weißt du, und dann, du wirst, dann wird... So wie ich, Bro, ich habe seit 3 Jahren Grippesymptome, bin komplett am Ende, aber ich strahle jeden Tag, weil ich Gott erkannt habe. Sumba, gute Besserung, mein Jutster. Und ich hoffe, dass das irgendwann vielleicht besser wird wieder. Aber ja, das ist crazy, Bro. Ich habe auch seit ein paar Jahren mit Dingen zu kämpfen. Ich kämpfe aber nicht mehr dagegen. So, ich akzeptiere einfach, wie es ist, weißt du, und konzentriere mich auf die Sachen, die ich habe. So, und versuche jeden Tag dankbar und ja, einfach dankbar zu sein und humble zu sein und sagen, ey, ist halt so, wie es ist, soll so sein, akzeptiere es einfach und mach weiter. Und ich glaube, wenn du dieses Mindset hast, wird es eventuell irgendwann auch sich wieder auflösen und verbessern. Wenn du dich aber zu krass damit identifizierst, auch mit Gedanken oder mit vergangenen Ereignissen oder was auch immer, dann kann dich das auch ganz schnell in Depressionen reintreiben und dich noch kranker machen, als du eigentlich warst. So. Das ist ja die Macht der Aufmerksamkeit. Wo lenkst du deine Aufmerksamkeit hin? So, und ich glaube einfach, wenn du... Aber es ist schon krass, wenn du 3 Jahre Grippesymptome hast, hast mal einen Check-up gemacht, an was es liegen kann? Wenn du darüber lachst, dass...
Freiheit bedeutet, keine Angst zu haben. Facts. Dich nicht mehr mit Existenzangst und dem Tod und dem dein Ende erschrecken kann, dann hast du ja nichts mehr zu verlieren. Und deswegen erlebst du oft bei Leuten, die tot. Einer sagt, naja, die Todesangst kann man nicht komplett loswerden. Halt mal die Luft an und dann, wenn du atmen musst, ist das die Todesangst. Jaja, also. Naja, ich würde nicht sagen, das ist die Todesangst. Ich würde sagen, das ist der Überlebensinstinkt. Das ist einfach in dir. So, das ist automatisch. Willst du natürlich leben oder machst alles dafür zu leben, weißt du? Und wenn einer versucht, dir das Leben zu nehmen, dann, oder wenn du dir selbst versuchst, das Leben zu nehmen, indem du deine Luft anhältst, so, dann sträubt sich natürlich dein Instinkt dagegen und sagt, nee, Digga, atme mal jetzt wieder. Und dann atmest du. Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit der Angst vorm Tod zu tun hat, sondern eher mit dem Überlebensinstinkt, oder? Kandidaten sind, die Krebs haben, haben noch ein halbes Jahr, wie die auf einmal aufblühen, weil endlich fällt es ab, weil es jetzt beschlossen ist, Feierabend. Ja. So. Und dann fangen die am ersten Mal an, das war die geilste Zeit meines Lebens. Ich hatte keine Angst mehr, ich habe es akzeptiert. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, bei großen Philosophen. Es geht darum, akzeptier es. Wenn du Dinge akzeptierst, heißt es nicht, dass du mit, dass du das alles akzeptierst. Tolle sagt, es hat keinen Sinn, gegen etwas zu sein, was ist. Es hat keinen Sinn, gegen etwas zu sein, was ist. Deep, Bro, das ist so powerful, Alter. Stell dir vor, du hast irgendein Erlebnis gehabt in deinem Leben. Jeder von uns hat es gehabt. Irgendwas und wahrscheinlich jetzt gerade, es gibt irgendwas, was uns alle gerade auf eine gewisse Art und Weise verfolgt, oder nicht? 100%, ich bin nicht überzeugt davon. Irgendeine Sache verfolgt dich gerade aus der Vergangenheit. Mit irgendeiner Sache kannst du nicht wirklich abschließen, so. Du musst dir mal dessen bewusst werden, dass die Sache so oder so, das ist schon passiert. Du kannst es nicht mehr verändern. Darüber haben wir gestern geredet. Ist die Vergangenheit real? Nein, die Vergangenheit war real. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, war zu dem Zeitpunkt die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Dieser Moment ist aber vorbei. Du kannst dir so viel Gedanken machen darüber, wie du möchtest. Oh, hätte ich mal und wäre ich mal und warum ist das so und hätte ich dann könnte ich das verändern und so. Das bringt nichts. Es ist schon passiert. So. Und das ist genau das, was der sagt. Wie kannst du gegen irgendetwas sein, was einfach ist? Es ist schon passiert, Bro. Lass einfach los, akzeptier es so, wie es gewesen ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist im Hier und Jetzt zu sein. Und schauen, dass du hier und jetzt einfach das Beste machst und dafür sorgst, dass vielleicht sowas, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht nochmal passiert. Wenn du aber in der Vergangenheit unterwegs bist und die ganze Zeit bereust und denkst, fuck, Digga, warum ist das so passiert und warum nicht, dann ist das Potenzial, dass das nochmal passiert und dass du in diesem Moment gar nicht richtig bewusst bist und gar nicht checkst, was gerade im Moment passiert, dass du dadurch wieder ein Problem in deinem Leben kreierst, weil dein Bewusstsein in der Vergangenheit abhängt. So. Wild. Es nützt nichts, gegen die Sonne zu sein. Änder die Sachen, die du änderst. Es nützt nichts, gegen die Sonne zu sein, Digga. So. Nimm die Sachen hin, die du nicht ändern kannst. Genau. So. Und lebe das und versuche, und ich versuche das, und es ist wahnsinnig schwer, im Moment zu sein. Jetzt zu sein. Ich arbeite an einem neuen Programm. Ich muss so oft Stopp machen, Digga. Es tut mir auch leid, ne? Aber ich muss da einfach, weil ich das. Mein Dings sprudelt auch über, Digga. Der triggerte mir die ganzen Sachen, so, die ich auch selber erlebe und wo ich selber auch mitarbeite. So. Heute habe ich es wieder gemerkt beim Frühstück. Ich sitze auf dem Balkon und ich merke, wie ich nicht im Moment bin. Ich guck einen Baum an, aber ich guck den Baum nicht an. Da ist so ein Nebel dazwischen. Ich bin in meinen Gedanken. Ich denke irgendeine Scheiße, Bro. Und mach das mal 2-3 Mal. Lass mal deine Gedanken, lass dich mal abschweifen von dem, was gerade ist, und komm wieder zurück ins Ist. Wie krass das ist, Bro. Das ist so wie schizophren. Das ist wie, als ob du im Jetzt bist und nicht im Jetzt bist, obwohl du im Jetzt bist. Digga. Heftig. Bei dem neuen Programm geht es darum, dass es sehr, dass viele Dinge schon gedacht worden sind, wo ich mir Sätze rausgreife und die auf der Bühne random raufknalle und dann offen live darüber nachdenke, indem ich andocke. Da besteht ja immer die Gefahr, dass man auf der Bühne scheitert. Die Gefahr besteht nie. Die Tochter, die Schwester von Gregor Gysi, ja, die hat zu mir gesagt, die hat ja tolle Inszenierung am Theater gemacht, ist eine gute alte, fantastische Theaterfrau. Die hat zu
Gizzy den Mann hat, da. Gesagt, der größte Moment in einem... Gib mir die Gizzy-Vibes, Bro. Gizzy! Lustiger Name, ne? Gregor Gysi. Schauspiel ist der Blackout. Weil jetzt muss er kreativ sein. Und das ist das, was du kennst, Musiker, wenn die anfangen, ihr Stück zu verlassen und zu jammen. Diese Konzerte nach dem Konzert, das ist das Geilste. Cypher. Das ist das Geilste. Weil jetzt ist der einfach nur Freestyle. Und jetzt spielt der nichts mehr. Jetzt wird durch dem durchgespielt. Ich mag deswegen auch diese, ich besuche deswegen nur diese kleinen Konzerte. Da ist der nicht gebunden, dass er 50 Mal diese Bühne hin und her vor der Weedy Wall, weil dafür hat man schließlich bezahlt. Dann ist der nur noch der Musiker. Ist kein Programm mehr, Mann, der lässt fließen. Und dann passiert der Medium. Und ein Konzert ist natürlich ein wenn ein Musiker in seinem Studio etwas aufführt, das ist und was macht es schön, aber erst durch das Publikum, live vor dem Publikum, wird das Konzert erst zu einem Konzert. Das kann ein Musiker ohne das Publikum gar nicht herstellen. Verstehst du? Und worum geht es da? Es geht darum, dass wir in dem Moment, wo wir in dem Konzert sind, als Musiker und als die Audience Zeuge derselben Raumzeit sind. Das ist eine ganz große Metapher. Deswegen geht man auf ein Konzert. Weil da erlebt man etwas Gemeinsames. Da ist keiner größer, sondern wer ist wichtiger, der Artist oder das Publikum? Das kann man gar nicht sagen. Man kann nämlich auf keinen verzichten. Das Publikum würde aber immer sagen, der Artist. Außer es gibt so ein paar Aufgeweckte. Und das ist genau das Ding. Gut gesagt, Digga. Der Baylor ist auch gut. Mann, der ist fühlig, Digga. So. Gut aufgeweckt. Genauso ist es nämlich. Im Publikum würden einige sagen, ja, der ist der Main Character und so. Wir sind eigentlich egal. Aber der ist nicht aufgeweckt, der ist nicht bewusst, der Cousin. Das, was du an einem Künstler am meisten magst, wenn der ganz groß ist und total natürlich und total bescheiden ist. So, bei mir genauso. Dann ist er so ganz normal, ja, weil der ist ja auch nur das, was er ist, weil du ihn dazu machst. Der ist auch nur ein Mensch, Digga. Der steht auch morgens auf und geht kacken, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, der ist kein Alien, Digga. Das ist einer von uns. Ich bin auch einer von euch. Ich bin nichts Besonderes, weißt du? Und das ist mir immer wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, dass es auch so ist. Und ich glaube, das ist auch bei mir so, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass ich mich über meine Zuschauer stelle oder über meine Community, sondern ich bin einer von euch. So. Natürlich ja, hat natürlich. Er Talent bekommen, mitbekommen. Das Talent hat er und er ist fleißig und kann das. Aber das Publikum verstärkt diese und er erfüllt natürlich auch eine Sehnsucht. Er ist eine Projektionsfläche, aber auch für sich. Nämlich, ich habe es geschafft, was habe ich geschafft? Und für mich sind die größten Musiker, die erkennen, dass sie Projektionsfläche sind und dass sie nur so gut sind, wie ihre Bescheidenheit ist. Weil ohne die Bescheidenheit sind sie eigentlich nichts. Weil das, was sie haben, was sie mitbekommen am Talent, das ist ja gar nicht von ihnen. Das ist ja gar nicht von ihnen. Das ist in ihnen angelegt. Talent erarbeitet man sich nicht. Talent bekommt man. Und dann kann man auf dieser Klaviatur des Talents etwas machen. Wenn man kein Talent hat für das, wird man darin nichts. Mit harter Arbeit kann man einiges schaffen. Ja, aber ohne Talent wird man nie großartig. Ein bisschen was braucht man. Ja, man braucht. Und dieses Talent ist ein Geschenk. Und das heißt, du solltest als Mensch herausfinden, was ist dein Talent? Und was ist dein Geschenk? Jeder von uns hat ein Geschenk von Gott bekommen, ich schwöre dir. Jeder von uns ist in irgendeiner Art und Weise besonders. Wir müssen das finden, das ist die Challenge. Finde dich selbst, finde deine Berufung und geh deinen Weg. Versuch nicht, jemand anderes zu sein. Du wirst niemals die krasseste Kopie von irgendjemandem sein. Du kannst nur der krasseste Du sein. Und jeder von uns ist speziell. Jeder von uns ist individuell. Wir sind alle besonders auf eine gewisse Art und Weise. Finde deine Besonderheit. Und deswegen fuckt mich auch ab, diese ganze Reinpassen-Gesellschaft, in der wir mittlerweile sind. So, weißt du, jeder will überall reinpassen. Jeder passt sich an. Alle halten ihre Schnauze. Jeder möchte irgendwie dazugehören. Ich will im Mainstream stattfinden, deswegen muss ich überall meine Schnauze halten. Wir haben so ein gerade in der Öffentlichkeit so, wir haben so ein Ding kreiert, so, wo jeder versucht, einfach nur noch reinzupassen. Es geht gar nicht mehr darum, individuell zu sein. Am Anfang YouTube war mal so, dass du krass warst, wenn du individuell warst, wenn du einzigartig warst, wenn du deine eigene Meinung entwickelt hast, wenn du irgendein Talent hattest oder so. Heutzutage geht es nur so, wie gut kann ich reinpassen? Wie gut kann ich mich anpassen? Wie gut kann ich glatt sein? Wie gut kann ich nicht ich selbst sein? So. Und es hat mich immer genervt, wenn Leute das gemacht haben, weißt du? Und ich habe das so oft erlebt auch, dass Leute auf Krampf einfach nur nicht sie selbst sein wollten, weil dann irgendwie der Mythos kaputt geht und vielleicht kein Geld mehr oder keine Sponsoren oder was auch immer. Digga, bleib du, Digga. Bleib einfach so, wie du bist. Und wenn wir das alle tun würden, dann würde es auch nicht mehr so einfach sein, Leute zu canceln, weil die eine eigene Meinung haben oder einzigartig sind, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das liegt nur daran, weil alle anderen versuchen, sich auch anzupassen. Und keiner mehr sich traut, individuell zu sein.
Deswegen nochmal zum Kellner. Vielleicht bist du ein... Das ist genau der Grund, warum ich meine Marke Be Unique genannt habe, so. Weißt du, schon lange nichts mehr rausgekommen, aber das war genau der Hintergrund, weil ich gemerkt habe, die passen sich alle an. Keiner ist mehr einzigartig, keiner ist mehr unique, keiner traut sich mehr, anders zu sein. Sei anders. So, guck mich an. Verrückter Dude, Bruder, oberkörperfrei in Mexiko, Digga, erzählt einfach, was er denkt und fühlt so. Viele Leute fucken sich darüber ab, viele Leute sagen, ey, ist kacke und viele Leute machen sich lustig und so, aber es ist mir egal. Ich bleib trotzdem so. Vielleicht bist du geboren, weil du bist das perfekte Publikum, das muss man nämlich auch können. Man muss perfektes Publikum sein. Jeder hat seine Rolle. Klar, ich gebe dir mal ein Beispiel jetzt aus dem etwas entfernten Familienkreis. Da gibt es einen älteren Herrn, der ist wirklich sehr alt, und dann hat er seine angeheiratete Frau. Die sind auch beide nicht die sind nicht Landsmänner und Landsfrauen. Ich kann jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber du wirst dir das vorstellen können. So, jetzt wird aus der Familienseite der Frau wird oft gesagt, du bist eigentlich nur so ein Putzsklave und so für den. So, weil ich meine, letztendlich mach mir dies, mach mir das. Also der sitzt da in seinem eigenen Kalifat, ist aber Deutscher. So, na, und am Ende des Tages sag, ey, guck mal, niemand hat dieser Dame aber die Pistole an den Kopf gesetzt und hat gesagt, putz mal jeden Tag, sei mal für den da, pflege den. Das hat keiner gesagt. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und es ist vor allem eine freiwillige Entscheidung. Klar wird mal gemeckert oder wie auch immer, aber es gibt halt einfach Leute, die passen zueinander, weil der andere, der Service bietet, findet jemanden, der Service annimmt. Und dass jemand Service... Putze den ein, Alter, und los. ...bietet in diesem Augenblick. Natürlich sollte sich niemand ausnutzen lassen. Aber trotzdem verdient diese Person auch eine Menge Karma-Punkte in dem Augenblick, wenn sie eine andere Person pflegt und für den jeden Tag da ist. Aber auf der anderen Seite hat diese andere Person auch vielleicht gar nicht so viele andere Lebensaufgaben. Diese Lebensaufgabe, jeden Tag aufzustehen und für jemanden da zu sein, kann dich vor dem Tod schützen. Das merkt man halt auch. Das kann sich auch erfüllen. An Großeltern. Großeltern verlieren irgendwann die Lebensqualität und sterben früher, wenn sie zum Beispiel keine Enkelkinder haben. Stark gesagt, Digga, das ist so. Das ist so. Wenn sie nicht mehr für die da sein müssen oder für die Familie nicht mehr da sein müssen. Großeltern waren immer eine zentrale Säule des ganzen Familiensystems. Facts, Digga. Shoutouts gehen raus an meine Oma und meinen Opa, ich liebe euch. Die madig geredet wurden. So, und ich denke mal, dass die Sache nicht so einfach aufzuteilen ist, dass man immer sagt so... Deswegen ist es auch so wichtig, Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Und deswegen finde ich das so schade, wie viele Menschen heutzutage keine Kinder mehr bekommen. Gerade Mädels, mit denen ich mich unterhalte und die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich Kinder will und juckt mich nicht und ich will lieber Fun haben und es ist viel zu anstrengend und die sind auch nicht gut fürs Klima und was auch immer für Ausreden da gesucht werden, so. Ich glaube, das ist das, was ultimativ erfüllt, weißt du? Eine nächste Generation zu erzeugen, die großzuziehen, sich zu kümmern darum. Das gibt uns erst den ultimativen Sinn im Leben. Soweit gehe ich. Gut und schlecht und ein Kellner ist ein Diener und deswegen ist er niedriger im Rang oder warum hast du nicht die Ambition, ein Superstar zu werden, mein Junge? So funktioniert der Spaß halt einfach nicht. Jeder hat seinen individuellen Weg und wenn er sein Glück in diesem individuellen Weg für sich selbst findet, hat er das geschafft. Fertig, aus. Das ist es. Mhm. Aber da sind wir natürlich in der heutigen Gesellschaft und in diesem Zeitgeist des Machbarkeitswahns, dass alle alles sein können müssen. Also Frauen müssen auch Männerberufe haben und dasselbe. Wichtig. Red Pill Talk kommt rein hier langsam gerade. Mal das Buch empfehlen, also auch die, wie man Demokratie besser herstellen könnte oder von das grüne Buch von Gaddafi, wo ich immer sage, es gibt einfach eindeutig. Ken auch, glaube ich, sehr traditionell unterwegs, was Beziehung zwischen Frau und Mann angeht, wa? Was Männer und was. Ich wollte auch keine Kinder und jetzt habe ich 4. Bereust du es? Das ist eine dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Frauen sind und was sie vor allem nicht sind. Was sie nicht sind. Und es gibt Dinge, die Männer können und es gibt Dinge, die Frauen können. Und das ist Gott sei Dank nicht zu, und es wäre unzivilisiert, zu sagen, Frauen müssen dieselben Möglichkeiten bekommen wie Männer, weil es gibt Dinge, die nur Frauen können. Frauen können als einzige Kinder kriegen und Kinder so ziehen und zu sagen, dazu, ich bring das. Leon, warst du schon mal bei 100% Real Talk? Ja, aber ist schon voll lange her, Digga. Da war ich noch nicht ich richtig. Da war ich noch sehr in dieser Illusion unterwegs. War noch nicht richtig ich, aber ich war da, ja. In eine Krippe möglichst früh, damit du in die Bank kannst, das ist keine Gerechtigkeit, das wäre unzivilisiert, weil wenn man das Kind die freie Wahl hätte, sich zu entscheiden zwischen Mutter oder der Kita, würde sich das Kind die meiste Zeit für die Mutter entscheiden. Es ist klar, also gar keine Verbesserung. Das sagt aber ein Gaddafi. Ja. Das Gaddafi war gar nicht so böse. Das wollte ich mal fragen. Hat der ein Buch geschrieben?
Ja, weil dieses Buch wurde immer so gebasht. Es ist so, weißt du, wenn... da wurde gecuttet, Digga, gerade. Der Mensch hat doch die Möglichkeit, er kann doch sein, was er will. Das stimmt, ist nicht der Fall. Mhm. Ich hab, weißt du, ich bin als... Wäre cool, wenn du nochmal zu den Jungs kommst. Safe. Wenn ich in Deutschland bin, nee, Berlin, bin ich auf jeden Fall am Start, Bro. Wurde auch schon eingeladen. Bin halt leider nicht da. Leider in Anführungszeichen. Weißer Mann auf die Welt gekommen und es hat keinen Sinn, wenn ich mich jetzt morgen umgender, umerziehe. Das ist nicht so. Und dieses Akzept... Umgender, na Mann. Gender it out, man. Dass du dich für etwas entschieden hast und dass du das bist. Das sehe ich. Weißt du, heute, ja, das ist ja ungerecht. Das muss alles demokratisch organisiert werden. Ist das wirklich so? Kann ich, warum hat der Mensch, der moderne Mensch, das Bedürfnis, dass er Recht haben will, alles ändern wollen zu wollen? Das ist diese Respektlosigkeit zu glauben, er erhebt sich zu einem Gott. Ich möchte morgen eine Frau sein, morgen möchte ich die sein. Ich wurde heute von meinem... Ja. Die sind nicht richtig dankbar für das, was sie sind. So. Es hat einen Grund, warum du als Frau geboren wurdest. Sei dankbar und froh, dass du das bist. Hat einen Grund, dass du ein Mann geworden bist. Sei dankbar und froh. Und hör auf, an dem gottgegebenen Versuchen rumzudoktern, Digga. Wohin willst du denn rumdoktern? Die meisten Leute, wenn die bewusster werden mit der Zeit, früher oder später, bereuen diese Transition, wenn die sich einfach ihren Schwanz abschneiden lassen oder ihre Brüste abschneiden lassen. So. Das ist crazy, Bro. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Und es ist auch, das kann auch nicht gerechtfertigt werden. Weißt du, die versuchen das ja mit irgendwelchen Gutachten und psychologisch und die haben ein Problem und dann fühlen die sich besser und so. Ich glaub das nicht, Digga. Ich glaub da nicht dran, wirklich nicht. Du hast gefragt, neue Software aufgespielt, ob ich divers bin, was auch immer. Ja? Und das ist dieses, das ist auch ein Prinzip der totalen Verwirrung. Ich mache den Leuten, gebe ihnen die Suggerierung, sie hätten alle Möglichkeiten. Ja. Sie haben nicht alle Möglichkeiten, sie haben nur eine Möglichkeit, tatsächlich. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist... Das ist auch meiner Meinung nach, das hat auch der Andrew Tate mal gut gesagt, Digga. Ich glaube daran, dass dieses Ganze, du kannst jeden Tag ein anderes Geschlecht haben und das verändern und dir deine Genitalien abschneiden lassen, dies, das, bla, bla, bla. Das machen die, um uns Freiheit zu suggerieren. So, du kannst quasi jeden Tag dein Geschlecht ändern, aber du darfst nichts gegen die Corona-Maßnahmen sagen, wenn die kommen. Dann merkst du, dass wir gar nicht wirklich frei sind. Die wollen uns diese Freiheit nur verkaufen. Das ist ein Tool, meiner Meinung nach, um uns das Gefühl zu geben, wir sind freier denn je. So, ich kann jeden Tag bumsen, wen ich will, ich kann sein, wer ich will, ich kann mich verändern, ich kann heute eine Wasserflasche sein, morgen kann ich ein Mann sein, übermorgen kann ich Kokosnusswasser sein. In 3 Tagen kann ich ein Wolf oder ein Baum sein. Die wollen dir das Gefühl geben, dass du frei bist, aber du bist nicht frei. Auszufinden, wer sie sind. Richtig. Nicht, wer sie sind. Und der sie sind, ist was anderes, wer sie sein möchten. Ja. Wir bekommen von unseren Eltern, vom System, ich kann aus dir etwas machen. Du kommst auf die Welt und du bist schon etwas. Und dann kommt der Rest der Welt und sagt, aus dir muss was gemacht werden. Das ist Quatsch. Wild. Das ist Quatsch. Digga, was für geile Themen, ne? Sei ehrlich. Weil das, was du bist, das lässt sich nicht... Wie lange gucken wir eigentlich schon, Bruder? Ich bleib voll hängen auf diesen Talk. Sondern deine Seele lässt sich nicht verbessern. Die muss nicht gebildeter werden. Die ist nicht besser, weil sie jetzt Italienisch sprechen kann und Motorradführerschein hat. Das hat, verstehst du? Das bringt gar nichts. Oder eine Kette. Ja, das bringt gar nichts. Mhm. Und das heißt, wenn du das verstanden hast, dass so wie du auf die Welt kommst, das Spiel ist herauszufinden, wer du bist, während die ganze Welt um dich herum dich inszenieren will und dir erklären will, aus dir können wir irgendwas machen, bis du denkst, das und das und das. Eigentlich brauchst du das alles gar nicht, weil du bist schon. Aber wer bist du? Das hast du vergessen. Mhm. Und wow, Digga. Ken ist voll auf Modus, Bruder. Geil. Wenn du es aber in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, wo du es weißt, und das ist das Verrückte, kannst du dich nicht verständlich machen. Ich meine, du sagst es schon. Du schreist. Aber es klingt wie Babygeschrei. Ja, je mehr... Digga, der ist der Geilste. Ich eigentlich... Du sprichst mit uns als Kind. Auch, ja. Dann heißt es, das muss noch sprechen lernen. Ja, klar. Also, je mehr... Richtig guten Weg eingeschlagen, der Ken. Richtig geil, Digga. Ich freue mich richtig gerade. Ich aber, weil du jetzt gerade dieses eine Thema angesprochen hast, weil das ist total im Umlauf. Je mehr man sich künstlich doch verändern möchte, desto unzufriedener ist man doch mit seinem eigenen Kern. Danke, B. Ist so. Da fehlt Verbindung zu seinem Kern. Hat er schön gesagt. Ist es auch so. Der Machbarkeitswahn ist natürlich, du gehst zu Starbucks rein und früher wollte ich nur einen Kaffee, heute kann ich in der Viertelstunde runterbestellen, weil was es alle Möglichkeiten gibt, dann gehe ich wieder raus. Ja, verstehst du? Ja. Die Käfer. Boah, ich bin damit überfordert. Die Menschen sind mit der heutigen Technologie, mit was sie alles machen können, sind sie total überfordert. Und ich glaube,
wenn wir... Das Ding muss doch voll durch die Decke gehen eigentlich. Naja, kommt gut an. Boah, das ist krasser Talk, ja. Dinge. Einer der besten Talks, die ich in letzter Zeit im deutschsprachigen Raum gesehen habe. Hand aufs Herz. Von allen Seiten aber auch. Belasch auch gute Einwürfe. Boogie auch starke Dinger reingehauen. So. Stabil, stabil, Jungs. Nehmen könnten wieder, wie sie sind und sie lassen und nicht etwas daraus machen. Dann würden Leute sagen, vielleicht ist etwas, wie es ist, auch gut. Weil der Talk geht 4 Stunden, habe ihn ganz geguckt und kam mir vor, als wäre es 1 Stunde gewesen. Ich habe den Talk, die erste Stunde habe ich auch alleine schon geguckt, die ersten 1,5 Stunden, glaube ich. Ne? Und es war für mich wie eine Art Meditation, ne? Sage ich dir ehrlich. Ich saß so da, ich war so richtig so, es ist so Substanz, Digga, weißt du? Ich meine, da reden Menschen über die Wahrheit. Das macht was mit einem, das macht was ganz anderes, wie wenn ich mir einen Trash reinziehe, so. Da merkst du schon, wenn du bewusst bist und dir sowas reinziehst, es löst ganz andere Dinge in dir aus, als wenn du dir irgendeinen Bullshit reinziehst, so. Also ich war richtig, ich saß sogar beim Gucken so aufrecht da, so. Weißt du, nicht so so, wenn ich mir irgendeinen Scheiß reinziehe, ich häng so, Digga, auf 7:30. Ich saß so da, wie Meditation, so. So. Voll drin gewesen, weißt du, wie ich meine? Ich sage, mach dir die Erde untertan, bedeutet, da muss noch etwas dran verbessert werden. Niemand von uns ist in der Lage, irgendetwas zu verbessern. Er kann es nur anders machen, aber verbessern kann er es nicht. Alles, wo der Mensch rumdoktert, schafft auch immer neue Probleme. Ja. Natürlich kann man sagen, heute gibt es so viele Möglichkeiten, ja, aber du zahlst dafür einen Preis. Resignation, was er auch sagt. Ja. Wenn sich einer dann einfach nicht sein Problem stellt. Man, das macht dich auch gar nicht glücklich. Es gibt ja jetzt mittlerweile voll viele Dokumentationen und auch Studien und so weiter von den Leuten, die gerne von der Geschlechtsumwandlung wieder zurückgehen wollen würden, aber geht halt nicht. Genau, also an sich selbst äußerlich und künstlich irgendwas rumzudoktern oder so, wird natürlich an deinem inneren Glück nichts ändern. Das Facts. Klar sein. Genau. Ja, so. Aber dir ist suggeriert worden, dass du so unglücklich bist. Das hat einfach damit zu tun, dass du nicht im richtigen Körper bist. Und jetzt soll man ja auch schon, was ich, die Pubertät rauszögern mit irgendwelchen Blockern. Das ist wieder ein Geschäft. Am Ende ist es die totale Verwirrung. Ja, auch die Sprache, die ja von oben diesmal runter diktiert wird, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich mich ausdrücken kann und so. Das ist aber alles so Ablenkung von Menschen für Menschen, also für Personen, die nie die Fragen gestellt haben, ob es eigentlich eine ideale Version im Außen gibt, die man treffen müsste, damit man jemand ist. Du kannst von außen nicht zu etwas gemacht werden. Meine Erkenntnis ja ist, für die Menschheitsfamilie, man kann jemanden von außen nicht auf ein Level heben, was er von innen nicht schon hat. Aber so wie du auf die Welt kommst, so bleibst du. Du bist, das heißt, du wirst nur älter. Man nennt das dann erwachsen. Ja? Du wirst nur älter. Das heißt, dein authentisches Ich, dein Menschenkern bleibt das Gleiche. Der göttliche Teil in dir, der ist vorhanden. Und was wir lernen müssen und was ich auch meinen Kindern beibringen werde, also versuchen, denen beizubringen, dass sie diese Verbindung dazu nicht verlieren. Weil das passiert automatisch mit Erziehung, mit Schule, mit Beruf, mit Social Media. Du trennst dich eigentlich von dem, wer du im Ursprung und im Kern mal warst. Und das ist unsere Challenge hier. Das ist das, warum ich auch versuche, diszipliniert zu sein. Das ist das, wo wir uns drauf konzentrieren sollten. Die Verbindung zu unserem göttlichen Kern. Wer wir wirklich sind. Nicht zu verlieren. Es ist in dir angelegt und nicht, da kommt jemand und sagt, hör zu, aus dem können wir richtig was machen. Aus dir hätte man einen Tennisstar machen können. Dann bist du vielleicht, dann wirst du ein Boris Becker. Du musst Talent haben, aber du zahlst auch den Preis eines Boris Beckers. Drin, meinst du, ne? Ja, du zahlst dann auch den Preis eines Boris Beckers. Aber das heißt, Boris Becker ist ein ganz bekannter Tennisspieler. Für dich, was ist er für sich? Was ist er für sich? Genau. Vielleicht ist er für sich ein furchtbar armer Mensch, der nie sein Leben gelebt hat, sondern aus etwas gemacht worden. Ein ganz berühmter Tennisspieler. Ganz viele Rapper sind so. Ja, jeder hat die meisten Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sind so. Die werden angehimmelt von ganz vielen Leuten und alle sagen, oh, der hat ein perfektes Leben, Digga, das ist voll geil, wie der lebt, Mann. Du bist der Krasseste. Und keiner hat eine Ahnung, wie dieser Mensch sich fühlt, wenn der alleine abends ins Bett geht, so. Wie gebrochen die meisten Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Und sich durch dieses in der Öffentlichkeit stattfinden, diese Bestätigung holen und diese Liebe, die ihnen fehlt, so. Das ist voll crazy, Alter. Die meisten Leute, die angehimmelt werden, sind eigentlich krass gebrochene Menschen. Sag ich euch so, wie es ist, Digga. So. Ist crazy.
schlimm gelesen. Ja. Der reichste Zuhälter von allen bringt sich um. Jeder kennt diese Frauen auch, also auch, oder Männer auch, die auch wirklich materialistisch alles haben, aber keine Familie. Die sagen auch, jetzt heute gibt es mittlerweile viele Dokus darüber, hätte ich mal mir mehr Zeit gelassen, auf Familie gehört. Oder zum Beispiel, die sagen ja auch, das ist ja auch sehr Karriere zerstörend, auf Kinder zu bekommen. Und die meisten Frauen bereuen dann auf dem Sterbebett schon, dass sie keine Familie gegründet haben. Ja, klar, hört man immer mehr. Diese, ich auch. Diese Unzufriedenheit von innen, wenn man das jetzt weiterspinnt zu der aktuellen Zeit, das ist ja auch irgendwo alles miteinander ein bisschen verbunden. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dieses historische Wissen kann wirklich eine Menge Angst entfernen. Ja. Das kann ein sehr gutes Mittel dafür sein. Wenn man sich mal anguckt, wo das alles angefangen hat mit den Schönheitsoperationen und so weiter. Ich denke mal, Michael Jackson, so sehr ich seine Musik mag oder wie auch immer, war er eigentlich das maßgebliche Instrument dadurch, dass er der bekannteste war, der angefangen hat, an sich selbst rumzudoktern. Und damit hat er halt nun mal Trends auf dieser Welt gesetzt, die andere reproduziert haben. Und letztendlich führt das ja auch irgendwo in einer Parallele zum Transhumanismus. Weil wenn man die Sache weiterspinnt, dann ist... Ja, Identität, also die Identität, na Mann. Dir wird die Identität genommen, damit du noch einfacher programmierbar bist und dass die am Ende sagen können, komm, mach Chip, Digga, lass dir ein paar irgendwelche... Bro, du bist dir eh, du weißt eh nicht mehr, was du für ein Geschlecht bist, was du für ein Mensch bist. Biologie ist eh nur eine Erfindung. Deswegen können wir dich auch jetzt einfach zu einem Transhuman machen, so, weißt du? Das ist die Vorstufe, dieses ganze Transgenderism. Komplette Zerstören des eigenen Körpers oder das Einpflanzen seines Bewusstseins dann in eine Maschine zum Beispiel wäre der Endzustand. Und wenn man sich dann das aber dann in die Historie betrachtet, dann wieder reverse-engineert und in die Vergangenheit geht, dann landest du bei den Eugenikern. So. Dois. Stichwort. Digga, dieses Eugenik-Video, was wir uns letztens reingezogen haben, war richtig wild, ne? Wurde von YouTube halt geflaggt. Ich hab's jetzt nochmal hochgeladen mit einem anderen Titel. Ich hoffe, das wird durchgehen. Das ist krass gewesen. Leute, die halt ausgesucht haben, Rasse schlecht, Hautfarbe schlecht, das ist besser, Herrenrasse. Dieser ganze Bullshit hat alles miteinander zu tun. Ja. Und wenn du das morgen verstehen willst, kannst du ohne das gestern nicht. Das stimmt, genau. Aber weißt du, am Ende des Tages gibt es doch da einen gemeinsamen Nenner. Das Dilemma ist immer, dass der Mensch Gott spielt. Und ich sage immer, vielen Dank, aber die Rolle ist schon besetzt. Und du bist damit überfordert. Aber das können Menschen offensichtlich nicht. Menschen müssen immer noch was verbessern, irgendwas drehen, da und da was machen. Das heißt, du bist ständig im Beurteilen. Und das ist auch das Dilemma, wenn du mit jemandem sprichst, der dir zuhört. Wenn du mit jemandem sprichst, der dir zuhört, dann taxiert er ja immer, wie er das sehen will. Das heißt, das wirkliche Zuhören funktioniert überhaupt nicht, weil er sofort denkt, ja, stimmt, wie habe ich das gelesen, kann ich es irgendwo andocken. Wirkliches Zuhören ist wahnsinnig schwer. Ja, Digga, echtes Zuhören ist extrem schwer. Die meisten Menschen hören nicht zu, die überlegen, was die als nächstes sagen oder wie die darauf antworten können. Richtiges Zuhören kostet sehr viel. Das ist wie Meditation. Deswegen ist Meditation ja auch so wichtig, so. Im Moment zu leben, kostet auch sehr viel, also ist auch nicht einfach. Genauso wie richtiges Zuhören nicht einfach ist. Das hat alles damit zu tun, wie kannst du deine Aufmerksamkeit von deinen Gedanken wegnehmen in den Moment. So. Richtiges Zuhören ist auch Meditieren eigentlich. Du denkst nicht mehr, was kann ich antworten und hat der recht, hat der nicht. Du bewertest auch nichts mehr, du hörst einfach nur zu. Das heißt, die normalsten Dinge, die in dem Wort drinstecken, da hören wir zwar das Wort, aber können wir das? Und wenn du über solche Dinge nachdenkst, und ich denke nur über solche Dinge nach, ich denke mir dauernd solche Dinge nach, da denke ich, ich weiß nichts. Ich weiß nichts, weil alles, was ich denke, ist praktisch eine intellektuelle Reflexion, die auf Gedanken anderer Leute basiert. Ich bin auch eine Secondhand-Ausgabe von... Ein Kollege von mir glaubt nicht daran, dass wir eine Seele haben. Er denkt wirklich, wir bestehen aus dem Fleisch, in welches wir uns befinden. Ja, das wollen die auch, dass wir das denken. So Yuval Hararis und so, dass wir nur so eine Ansammlung von eigentlich Fleisch sind. So. Aber meiner Meinung nach sind wir mehr als das. Und ich finde auch, man kann das fühlen. Also man kann das merken, dass wir auch noch außerhalb des Körpers, außerhalb dessen, was wir anfassen können, etwas passiert und existiert. Gedanken und den Büchern und die Menschen, die mich irgendwie inspiriert haben, aber wer bin ich ohne das alles? Und das geht eben nur, indem du das Denken aufgibst. Und das geht eben nur, indem du versuchst, Dinge zu tun, wo du nicht mehr denkst. Meditation ist eine Möglichkeit. Aber auch jede Art, wenn man durch die Natur läuft und aufhört zu denken, das mag ich ja Ist auch Meditation im Endeffekt. Oder eine Tätigkeit ausüben, zum Beispiel, wenn ich Videos schneide, bin ich auch oft einfach nur da
und denke nicht mehr nach oder wenn ich im Gym bin. Das sind alles Aktivitäten, die dir dabei helfen, im Moment zu sein. Und das ist eigentlich ja Meditation runtergebrochen. Du sollst im Hier und Jetzt präsent sein und nicht mehr denken und nicht mehr darüber nachdenken, was eventuell passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist, sondern einfach präsent im Moment. Die durch die Natur läuft, alleine oder Motorrad. Die letzten 3 Stunden habe ich nichts gedacht. Oder Sex. Wild. Facts. Da ist man meistens auch direkt da. So. Fühl ich. Drauf. Ich sag nochmal, Cave, ich weiß alles, weil ich nichts weiß. Ja, weißt du, aber Wissen ist ja auch nur die aktuelle Version von dem, was man jahrhundertelang war die Erde eine Scheibe. Es hat nie gestimmt, aber das musste man sagen, damit man als belesen galt. Das, was man weiß, hat mit dem, wie es ist, ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Denn wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Wir wissen nicht, was die Realität ist. Aber eins ist klar, wir werden das mit unserem Kopf und unserem jetzigen oder unserem intellektuellen Verstand und dem, was wir alles jetzt mit KI haben, niemals rausbekommen. Ist unmöglich. Ist so. Du kannst die Wahrheit nicht denken. Du kannst Gott nicht denken. Es geht nicht. Es übersteigt dem, was wir denken können, was wir erklären können, was wir berechnen können. Es ist oben drüber. So. Vorhin beschrieben auch oder auch öfter mal bei Talkrunden, habt ihr beide schon mal gesagt, dieses Wissen halt, weil gerade die diese Berufe, die Elitären mit Wissen hatten, waren am stumpfsten, also die haben am wenigsten halt gegen Protestmaßnahmen, also gegen Corona-Maßnahmen oder Kriege, von denen müsst ihr am meisten Skepsis erwarten gegen das System oder so, wenn sie die Geschichte kennen, weil die sind ja oft am passivsten. Also die aufgeklärtesten bei dieser ganzen Corona-Krise waren die Dummen. Ich nenne sie nicht dumm. Autos. Das sind Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die teilweise keinen Hauptschulabschluss haben. Relativ weit unten waren. Die fühlen können. Keinen Schulabschluss gehabt. Das sind einfach irgendwelche Leute auf der Straße, die sind teilweise kriminell, die sind teilweise Unterschicht. Menschen, die fühlen können, haben es sofort gecheckt. Aber die haben begriffen, was du nicht begriffen hast. Du hast ein... Wichtig, Digga, wichtig. Sesselfurzen gelernt, du hast auswendig gelernt, schön für dich. Weil sie aber keine soziale Fallhöhe haben. Wenn du im Augenblick der Krise nicht die wahre Intelligenz beweisen kannst und das bedeutet nichts anderes als komplexe Zusammenhänge zu erkennen, dann kannst du alles auswendig gelernt haben. Und zu fühlen, Digga, Kontakt zu dir selbst und zu deinem Herzen haben. Drauf gehabt hast. Das hat dir nichts genützt. Und das hat Corona gezeigt. Ja, das ist genau das. Es geht um Mustererkennung. Aber das geht nur instinktiv. Das heißt, der schlauste Teil des Menschen, der denken kann, ist sein Bauch. Das ist das Intuitive. Sagt ja auch Kai Stut immer. Und da hat er 100%. Oder Herz. Bauchgefühl sagt man. Herzgefühl kann man auch sagen. Beschreib's, wie du es möchtest. Auf jeden Fall haben wir alle ein Gefühl in uns. Wir haben alle einen Kompass in uns. Wir wissen alle, was richtig und falsch ist. Wenn wir uns frei machen von der ganzen Programmierung und die Augen schließen, dann wissen wir immer, was richtig ist. Wir wissen immer, was wir als nächstes zu tun haben. Wir wissen das. Wir machen es uns kaputt mit den Gedanken. Aber am Ende des Tages ist etwas in uns, was uns immer sagt, was wir jetzt zu tun haben und was richtig ist. Immer. Recht. Und das kannst du bei Kindern lernen, die insofern angstfrei sind, weil sie haben gar nicht gelernt, wie gefährlich das ist. Die lassen sich auf die Situation ein. Erziehung, ja. Es ist eher ein Seelengefühl. Ey, ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Bauchgefühl, Seelengefühl, Herzgefühl, Bewusstsein, Gott. Nenn es, wie du es willst. Es ist auf jeden Fall da. Auch eine Form der Gehirnwäsche ist da nötig, wo man sagt, wir befinden uns in einer Welt, hier an dieser Straße fahren LKWs. Das kannst du halt nicht ein- oder zweimal machen, darüber rot gehen. Da musst du aufpassen. Aber dann sehe ich auch immer, dass wenn ich dann anfange zu erziehen, damit er endlich um 21 Uhr ins Bett geht, weil ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Notwendig wäre es nicht, aber ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Trotzdem ist Erziehung ja auch, wenn du sagst, geh nicht in die Stromdose mit dem Finger. Ja, aber also, weißt du, kommt drauf an, wer das erzieht, meine ich oder? Damit, aber auf der anderen Seite ist eben auch, wir konditionieren, damit wir es als Eltern leichter haben und reden uns dann raus, damit das Kind seinen Weg geht. Und zwar der Weg, den wir kennen, weil wir wissen, wenn es den... Willst du AfD, schreibt einer im Chat. Natürlich nicht. Ich wähle gar nicht. So. Gründe sind eindeutig. Ein eigener Witter hat es später ganz schwer. Genau. Verstehst du? Das heißt, wir wollen dieses Kind schützen, indem wir sagen, mach das lieber nicht, sonst machst du ganz komische Erfahrungen. Aber dass wir so sind, wie wir sind, hat doch damit zu tun, dass unsere Jugend nicht von außen hätte, das hätte man jetzt nicht empfohlen. Das ist eigentlich nicht gut. Da habt ihr Glück gehabt. Und das ist genau das, dass wir da sind, wo wir heute sind, lag daran, dass unsere Jugend eigentlich suboptimal war. Man kann also nicht sagen, dass wenn man die Menschen vor allem bewahrt, richtig, dass man... Da bin ich ja die ganze Zeit bei dem Thema. Sondern oft ist, dass es nicht möglich war, sie vor allem zu bewahren, hat sie zu dieser Reife gebracht, genau, die sie heute eben haben. Das ist es. Und deswegen, wenn wir aber heute alles so machen wollen, wir haben ja auch Spiele, wo keiner mehr verlieren kann und so weiter. Wir wollen das alles verbessern. Du kannst in diesem Leben nichts verbessern. Du kommst hier an, die Spielregeln stehen. Und jetzt finde heraus, das sind. Finde heraus, wer du bist. Und es geht nicht darum, eine Rolle zu spielen mit fremdem Text, indem du den Text nachplapperst, den andere von dir erwarten. Es geht darum, dich darauf einzulassen, dass du improvisieren kannst. Was hast du eigentlich zu sagen?
Ohne. So. Und das ist schwierig für uns, sich damit zu beschäftigen, weil wir werden so zugeballert mit was, wie wir zu sein haben und dass wir das auswendig zu lernen, dass wir so damit beschäftigt sind, dass wir irgendwann vergessen, was wollte ich denn eigentlich? Mhm. Wann habe ich denn zum letzten Mal, wie ein Kind das getan hat, im Sandkasten, übersetzt gesprochen, einfach mit mir selbst gespielt? Das tun wir doch gar nicht. An sich selbst spielen viele. Das tun wir nicht. Holz? An sich selbst spielen? Na Mann, Yasuke, bist du da? Das tun wir nicht. Wer von euch spielt an sich selbst? Eins in den Chat. Spiele den Mann, Alter. Wir sind nicht, Kinder sind erfüllt von dem, was sie, wenn ein Kind ein Eis isst. In dem Moment, es denkt nicht an die Vergangenheit. Es sagt noch nicht, das Eis ist bald alle. Mhm. Was muss ich da? Es ist dieses Eis. Alles sieht aus wie Eis. Es ist dieses Eis. Und das schätzen wir an Kindern so. Das mögen wir auch an Tieren. Ich sehe auch drei Kinder, jeder auf eine eigene Art. Aber bei B weiß ich ja viel durch den Podcast, auch weil er früher auch Partner und Freundschwimmer war. Hier sehe ich alle drei Kinder, die alle was ein bisschen anders war, wo was schiefgelaufen ist. Aber bei den Einschüchterungen in der Kindheit, bei mir in der Jugend. Und dadurch, dass man dann schon mal aus sowas rausgerissen wurde, ist man auch offen oder zum Beispiel ist nicht mehr so geschockt und auch geht viel klarer an so eine Situation ran, weil man schon diesen Ausnahmefall kennt. Ja, du hast da was sehr Schönes gesagt, weil im Endeffekt, wenn man sich den Menschen so als eine individuelle schöne Blume einfach betrachtet, eine einzige Blume in der Natur sieht aus wie die andere Blume. So, aber man muss einfach die Umstände, die diese Blume geformt haben, egal wie sie waren, muss man einfach mal zur Seite Blumi-Vibes, man. Und versuchen, sich auf das Kernelement zu konzentrieren, auf die Schönheit dieser Blume. Mhm. Aber trotzdem mit dem realistischen Wissen im Hintergrund, dass diese Blume von Krankheiten befallen werden kann und die wird irgendwann welken. Wenn man das für sich selbst erstmal betrachtet hat und das auf die Menschheit übertragen kann, dann hat man einen anderen Blick auf Leute. Es gibt auch Blumen, die sehen für uns Menschen schön aus und andere haben Dornen. Die sind aber nicht unnütz, die haben ihre Funktion. Aber ich sage, naja, ich kann die ja nicht anfassen, ich kann die bei mir nicht in die Vase stellen und sie sehen auch komisch. Hier nach dem Punkt machen wir Schluss, noch 3 Minuten. Das ist sofort eine Beurteilung, wie etwas ist. Schöne Tiere und nicht so schöne Tiere. Ein Kaktus zum Beispiel? Ein schönes, schöne Pflanze. Ich find, so schöne Pflanze. Find, aber weißt du, ich möchte mal zu Tieren kommen, weil Tiere sind eine tolle Metapher in der Natur. Darf ich eine Sache noch? Vergiss diese Tiersache nicht. Nur weil du eine Sache gerade angesprochen hast, die ich jetzt nicht. Schönheit ist ja im Auge des Betrachters, ne? Für manche bin ich schön, für manche bin ich hässlich. Ist ja je nach individuell. Okay, es gibt Dinge, die man universell schön findet, glaube ich. So. Wo man sagen kann, Großteil der Menschen würde das schön finden. Aber es ist am Ende des Tages auch eine Ansichtssache. So wegspülen will. Intuition, was du genannt hattest. Intuition. Viele Wissenschaftler sehen das als Gegenpol zu sich selbst. Ich glaube, dass Intuition tatsächlich der Kern der Wissenschaft ist. Ich glaube, wären wir nicht nach unserer kindlichen Intuition, die du vorhin angesprochen hast, wenn wir nicht der folgen würden, hätten wir das Bestreben nach Wissenschaft nie entdeckt. Ich glaube, unsere eigenen Grenzen zu sprengen als Menschen war schon immer einfach so in unserer Natur drin. Wir wollten immer fliegen und so. Also Gedanken, die in unser Bewusstsein... Neugier und neue Sachen entdecken, Erfindergeist, das ist das Kind in uns, safe. Kommen ja aus der Intuition, das ist wie so der Eisberg, ja, das da unten ist was das Große und daraus steigt es eben auf. Ich habe hier auf dem Boden dieses Nagelboard liegen, auch sehr wichtig. Da habe ich meine Füße die ganze Zeit drauf, jetzt packe ich es gerade an die Waden, Digga, ich brauche ein bisschen mehr noch Durchblutung an den Waden, Digga, ist ein bisschen tight heute irgendwie. Und es gibt Dinge, die liegen in der Luft, wie man so schön sagt, und die Intuition, die du ja hast, ja, wenn du es zulässt, das ist dieser Gedanke in deinen Kopf kommt, dann ist der Gedanke da. Der kommt aus dem Gesamtkontext, das, was wir alle, was da ist, was das Universum ist. Wie ein Trieb, sagt ihr sozusagen. Das ist wie, es gibt eine große Suppe und die Idee, wenn du einen Teelöffel nimmst daraus, das ist eine Idee. Mhm. Und dann lässt du es wie los. So, dann wirst du nie wieder denselben Teelöffel mit derselben Suppe rausnehmen können. Selbst wenn es dieselbe Suppe ist, du wirst nie wieder, da sind nicht dieselben Sachen drin. Es ist, und außerdem ist die Zeit eine andere. Wie ein Gedanke. Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Aber zurück zu den Tieren, warum Menschen Tiere so mögen. Tiere sind, wenn sie sich authentisch, das mögen Menschen an einem Haustier, das freut sich wirklich, sagt sich nicht, na, wenn ich mich jetzt heute richtig freue, dann kriege ich auch mehr Futter. Das machen Tiere nicht, Tiere taktieren da nicht. Ja, das ist geil, Digga, das erinnert uns daran, dass wir auch authentisch sein können. Wir mögen auch authentische Menschen. Ich gehe so weit, dass ich sage, dass manche Leute mich hier auch mögen deswegen. Tiere sind authentisch und deswegen mögen wir Tiere. Warum? Weil wir wissen, ein Hund belügt uns nicht. Eine Katze belügt uns nicht. Und das wissen wir bei Menschen nicht. Das
Verstehst du, was ich meine? Und das, was will uns das sagen? Ab und zu schleimt der Hund. Aber, ja, das ja, aber wenn doch Menschen, die Frage ist aber, sind Menschen wirklich so, dass du dich weißt, haben Menschen gelernt, lügen zu müssen, um dir zu gefallen? Es gab letztens so ein Video, da ist so ein kleines Baby. Sind wir durch, Digga? Das sitzt da. Also nicht kleines Baby, sagen wir ein Jahr alt. Also sehr, sehr, sehr klein. Und da ist dann, da ist halt so ein kleines Hündchen. Und der geht relativ grob mit dem Hund um. Der Hund beißt das kleine Baby. Was macht das kleine Baby? Er schreit, weil es hat wirklich gebissen. Aber es war auch ein Welpe. Er schreit, es tut ihm weh, schnappt sich den Köter und beißt in seinen Nacken. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Der vergisst. Nacken in den Mann, Alter. Das, so wie er es bekommen hat, gibt das zurück. Das ist eine, aber vielleicht eine, auch, um die anderen Geschöpfe zu zeigen, wie was war, dass du siehst so. Er also, wurde gebissen, er schreit, er nimmt und beißt zurück. Ja. Das ist die natürlichste. Ja. Reden die noch über Bitcoin? Ach krass, Digga, die reden noch über Bitcoin später. Da kommen noch krasse Themen, Alter. Wir können da in Zukunft, also wir ziehen das jetzt durch hier bis nächste Sektion hier. Und dann können wir mal gucken, Digga, ob wir nächstes Mal nochmal drauf reagieren weiterhin. Es ist halt einfach ein geiler, spannender Talk, so sage ich euch ehrlich. Ja, das Menschen wir. Ist mega Content, weißt du? Besser als irgendwelche unnötigen Videos. Aber da sind wir dabei, was du auch vorhin gesagt hast. Der Mensch glaubt, er macht Erfahrungen, aber die Erfahrungen machen ihn. Das heißt, du kommst. Der Mensch glaubt, er macht Erfahrungen, aber die Erfahrungen machen ihn. Digga, wildes Statement, ne? Das sind so Sätze, da kann man sich auch nochmal, könnte man nochmal einen ganzen 3-Stunden-Stream drüber machen und darüber philosophieren. Du weißt nicht, was Mensch ist. Das weißt du gar nicht. Was ist das für eine Lebensform? Was ist das eigentlich? Und du machst die Erfahrung. Und wenn du es so siehst, dass das alles Erfahrungen sind und dass du das als ein Spiel betrachten kannst, was irgendwann endet und das so perfekt ist, dass du das alles für echt hältst, dann verlieren die Dinge auch ihren Schrecken. Du glaubst, aber wir verlieren auch mit Erfahrung. Okay, Freunde. Wir sind drin, Alter. Ich liebe euch. Geiles Ding, Alter. Wir werden das definitiv. Also ich tendiere dazu, dass wir das im nächsten Stream noch weiter gucken. Eigentlich will ich mir den ganzen Talk mit euch zusammen angucken, sage ich euch ehrlich. Aber nicht heute. Ich bin ein bisschen nervös geworden. Ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit verloren. Ich bin eh so ein kleines Aufmerksamkeitsdefizitkind, so, weißt du. Ich kann mich nicht lange auf eine Sache so lange konzentrieren. 45 Minuten, Stunde, Digga, dann bin ich raus, weißt du. Ich brauche irgendwas Neues jetzt. Neue Stimuli. Stimula. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare und schreibt auch auf jeden Fall auch rein, ob wir das noch zu Ende gucken sollen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Alter. Gang.